weit Fotoaufnahmen, und zwar ganz raffinierte Aufnahmen. Und will das heute euch mal vorstellen, ob das für euch Sinn macht oder nicht. Genau. Also erstmal sage ich vielen Dank. Ich baue wieder mit dir hin, dass wir Ich habe erst hier das DMP gegeben. Also, wenn Sie hinten mich nicht hören, dann einfach kurz mal winken. Dann werde ich lauter. Okay, prima. Erstmal vielen Dank, dass ich die Chance habe, heute vor Ihnen zu sprechen. Dem Herrn Werner habe ich das an der Stelle zu verdanken. Wir sind beide Hofheimer Unternehmer und ich habe eben vor circa einem halben Jahr, dreiviertel Jahr zum Thema Google 3D mal angesprochen, warum seine Geschäfte noch nicht fotografiert wurden. Und daraufhin hat er gesagt, zeig mal her, haben wir uns das zusammen angeschaut. Ich finde es halt auch sehr, sehr gut, weil wir haben ein Portal, Hofheim24, dass man es da auch mit drin verwendet. Und so kam dann auch die Idee, dass der Herr Werner gesagt hat, es wäre vielleicht auch interessant für Schuhe24.com. Und dann haben wir im Dezember schon mal ein kurzes Schreiben auch an Sie rausgeschickt, der eine oder andere hat es vielleicht gelesen, wo wir entsprechend das Thema schon mal aufgeführt hatten in einer Rundmail. Da war auch ein Formular beigeführt, dass man letztendlich sehen kann, wie sich so die Kosten dazu verhalten. Heute habe ich dann die Chance, Ihnen das nochmal persönlich vorzustellen und werde dann natürlich auch, wenn Sie im Anschluss kurz Fragen haben oder so, für Sie verfügbar sein. Ja, vielleicht ganz kurz zu uns. Point of Profit kommt aus dem Begriff Point of Sale. Ich bin also jahrelang im Bereich Point of Sale tätig, seit 2001, um es genau zu sagen, und habe dann aus diesem Begriff Point of Sale, Point of Profit gemacht, weil ich der Meinung bin, dass halt eben an der Stelle, wo der Kunde bezahlt, nicht nur das Bezahlen, sondern halt auch der Profit für den Händler wichtiges Thema ist, sprich also Kundenbindung, Kundengewinnung und die Kommunikation in beide Richtungen. Hier eine kleine Historie zu uns oder zu mir. Das heißt, ich bin seit 2001 in der Branche, klein- und mittelständische Unternehmen, da wo Sie auch zu Hause sind. Bin jahrelang zuständig gewesen für den Vertriebsaufbau, für den Zahlungsdienstleister, habe da deutschlandweit den Vertrieb aufgebaut, habe dadurch auch eine sehr starke Vernetzung in Deutschland und unterstütze auch entsprechend Geschäfte im Bereich Kundenbindung und Kundengewinnung. Auch ein Thema, was wir auch gemeinsam schon mal gesprochen haben. Dann ist aus diesem Bereich eben die Idee entstanden, weil ich mal Fotografen gebraucht habe, dass wir uns mit dem Thema Fotografie beschäftigen. Bin dann glücklicherweise auf einen Google-Fotograf gestoßen, habe festgestellt, bei Google-Fotografie kann man deutschlandweit letztendlich immer einen gewissen Standard anbieten. Das heißt, wenn ein Kunde ein Foto braucht oder eine 3D-Aufnahme, Google-Fotografen sind zertifiziert, haben wir darüber die Möglichkeit, eben einen gewissen Standard abzubilden. Ich sage jetzt mal, wenn ich Fotos in der Webseite einbinden will, dann muss ich dem Fotograf nicht mehr erklären, wenn das über uns läuft, welches Format etc. Dann haben wir das halt alles schon im Vorfeld geklärt, auch ein gewisser Ablauf und sage ich mal Teilgebiete, die abfotografiert werden sollen. Also sprich Front, dann Themenbereich etc. So, das haben wir dann routiniert gemacht, bei Hofmann24 wie gesagt schon gestartet. Und das ist dann so ein Thema, was vielleicht auch für Sie dann später interessant sein kann. Dadurch habe ich eine eigene Agentur gegründet und mache dann zum Beispiel virtuelle Touren für Geschäfte auch. Zeige ich Ihnen auch gleich ein paar Beispiele dazu. Warum ist es heutzutage wichtig, dass wir uns letztendlich online und offline vernünftig präsentieren? Jeder kennt es, wir haben es vorhin gehört. Man geht heute ganz normal, ohne nachzudenken, ins Internet und bestellt sich irgendwelche Ware. Ja? Jetzt haben Sie aber, so wie ich richtig verstanden habe, fast alle ein eigenes Ladengeschäft auch. Ja, das heißt, warum sind Sie in den Online-Handel gegangen? Einfach um das Geschäft, was im Offline-Bereich fehlt, entsprechend mit abzufangen, das heißt den Umsatz darüber wieder zu stabilisieren. Nichtsdestotrotz sind wir auch interessiert, dass die Kunden wieder in die Geschäfte kommen. Ja, dazu müssen wir sie motivieren, das heißt, wir müssen unser Geschäft präsentieren. Google sagt dazu, Transparenz schafft Vertrauen. Das heißt, wenn ich mein Geschäft präsentiere, zum Beispiel in der 3D-Aufnahme, hat der Kunde, der uns vielleicht heute noch nicht kennt und über das Internet entdeckt, die Chance zu sagen, oh, tolles Geschäft, tolles Sortiment, warum gehe ich denn da eigentlich nicht hin? Ja, gerade wenn ich Google Maps ist ja eine Lokalsuche, also in der direkten Umgebung etwas suche und treffe dann auf ein Geschäft, dann habe ich halt eben eine andere Präsentation, als wenn ich da nur ein Bild habe oder einfach nur einen Eintrag. Und so haben wir die Chance, dass die Kunden quasi wieder aus dem Online-Bereich in den Offline-Bereich zurückkehren.
Natürlich hat man dann zusätzlich die Möglichkeit, über Portale, Rabatte, Systeme etc. nochmal ein Bindeglied zu schaffen, was man auch wieder im Online-Bereich motivieren kann und im Offline-Bereich einlösen. Auch da, denke ich mal, haben Sie einige Erfahrungen. Ich habe gesehen, gibt es auch Tools von Ihnen, sehr gute. Das heißt, dass ich den Kunde zum Beispiel online mit einem Gutschein, welcher offline einlöst, beglücke, sodass ich eben dann wieder die Chance habe, vor Ort vielleicht nicht nur den einen Schuh zu verkaufen, sondern eben vielleicht noch einen Gürtel oder diverse andere Sachen mit anzubieten. Das geht ja im Online-Bereich nicht, weil ich da keine aktive Kommunikation habe. Deswegen ist es halt wichtig, dass Geschäfte erhalten werden. Aus diesem Standpunkt heraus habe ich mich spezialisiert halt auf virtuelle Touren, auch mit verschiedenen Geschäften, wie Sie es jetzt hier sehen. Das heißt, wir haben hier zum Beispiel in Frankfurt die Bergerstraße, dort habe ich 42 Geschäfte fotografiert und habe die miteinander in einer Tour zusammengebracht. Wie geht das Ganze? Gibt es dann auch entsprechende Oberfläche, das kann man auch in jede Website einbinden. Danach gibt es ein Menü, wie man hier sieht, wo die einzelnen Bereiche sind, also Einkaufen, dann haben wir Kaffeebar, Restaurants, Dienstleistungen. Ich habe jetzt hier mal den Bereich Kaffeebars geöffnet und dann geht es in den nächsten Schritt, beziehungsweise Einkaufen, dann in den nächsten Schritt hier zum Beispiel Tulu, das Kaufhaus, und dann bin ich schon im Ladengeschäft drin und bin in einer 3D-Aufnahme, kann mir das anschauen und so habe ich natürlich die Chance, wenn man jetzt zum Beispiel auch an Ihre Geschäfte denkt, wenn Sie als Schuhe 24 mehrere Geschäfte sich zusammenschließen, könnte man auch so eine Tour für Sie gemeinsam machen. Ja? Das heißt, Einzelgeschäfte werden fotografiert, werden auf einer Website als so ein Fenster dargestellt und dann kann man über die einzelnen Bereiche auch in die Geschäfte reingehen, von einer Seite aus über ein Menü. Ja? Das sind so einige Beispiele, die man machen könnte. Man hat natürlich dann, wie Sie hier sehen, verschiedene Möglichkeiten, das ist jetzt ein bisschen kleinschrittig, nur mal zeigen. Wir haben zum Beispiel gemacht, für Waldorf, für eine Stadt haben wir so eine Tour angefangen. Wir haben jetzt einmal für eine Straße, wir haben aber auch eine ganze, bei größeren Geschäften, eine Waschanlage haben wir einen kompletten Bereich und haben dann ein Geschäft oder ein, sag ich mal, Unternehmen in verschiedene Bereiche aufgegliedert. Oder zum Beispiel bei einem Eishändler, was wir hier haben, da haben wir zum Beispiel gesagt, der hat 4 Filialen, also haben wir ein eigenes Darstellung für alle 4 Filialen, wo ich entsprechend über das Menü einzelne Filialen anklicken kann. Also da gibt es wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten. Grundbasis sieht man die 3D-Fotografie, die in Google erstmal eingestellt ist und von dort aus habe ich dann Möglichkeiten über Software, die wir da bedienen, dann solche Spielchen zu machen. Wir haben selbst als kleine Agentur über 800 Unternehmen in 360 Grad fotografiert, was ihnen einfach die Sicherheit gibt, dass eine gewisse Qualität und Erfahrung hinten dran steht. Wenn Sie heute ins Internet gehen, können Sie natürlich nach einem Google-Fotograf suchen. Sie wissen aber halt am Ende des Tages nicht, hat er ein oder 50 Fotografien gemacht. Ja? Und dementsprechend ist natürlich auch die Routine und eventuell auch die Qualität immer so ein Thema, wo ich sage, man vertraut dann doch jemandem, der mehr Erfahrung hat. Wir haben eine deutschlandweite Verfügbarkeit der Fotografen. Das heißt, egal wo Sie in Deutschland sind, wir könnten auch einfach in den Dachstaaten oder Italien machen. Aber auch einen italienischen Fotograf, wenn Sie da Geschäfte haben, wäre auch kein Problem. Die Touren werden dann eingebunden in die Webseite, Facebook und natürlich beim Herrn Wenner, das haben wir es gemacht, im Hofmann 24, also in Portale. Da unterstützen wir, / machen wir das auch für Sie. Das ist ja immer eine Sache, bei der Webseite ist nicht jeden gerne dran. Wir haben zwar Programmierer im Hintergrund, die das dann machen können, aber es geht ja auch um Zugangsdaten. Wenn Sie natürlich das selber machen oder jemanden haben, der das für Sie macht, bekommen Sie von uns die Beschreibung, wie man die 3D-Tour dann einbindet. Ansonsten unterstützen wir oder machen wir das für Sie. Ja, und warum soll man sich letztendlich für uns entscheiden? Wir haben auch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, haben wir natürlich mit dem Herrn Wenner einen entsprechenden Preis ausgehandelt für das Hofmann 24 und auch für die Tour 24. Ich selbst bin aktives Mitglied beim Stadtmarketing in Hofheim, sowohl als auch bei der Plattform Hofheim 24 und bin auch aktives Mitglied jetzt aktuell bei, neu dazugekommen, bei der Stadt Geisenheim, also in Rüdesheim kennt man vielleicht, da nebendran ist Geisenheim, da machen wir eine komplette Innenstadt virtuell, werden von der Stadt auch unterstützt und werden auch die Händler entsprechend dann über die Stadt kontaktieren, dass wir da 3D-Fotografien machen. Das sind zum Beispiel alles so Themen, auch wenn sie vielleicht bei sich im Ort Kombinationen oder sage ich jetzt mal Organisationen kennen, wo wir unterstützen können, dass ihr Stadtbild letztendlich und auch ihr Unternehmen wieder besser dasteht. Ja? Also wir sind da in jederlei Hinsicht auch für Sie offen und helfen.
Ich zeige Ihnen jetzt mal ein paar Beispiele. Also in der Google-Suche ganz normal, ich glaube, Sie haben es vorhin schon mal angesprochen, würde man zum Beispiel den Schuh Hepper in Frankfurt eingeben. Das ist ein Schuhgeschäft vom Herrn Benner, was wir fotografiert haben. Und wenn Sie jetzt hier entsprechend dann den Google-Eintrag sehen, dann haben wir jetzt neuerdings hier von innen ansehen und Street View. Das heißt, wir haben jetzt zusätzlich zu der ganz normalen Eintrag in Google entsprechend die Innenaufnahme. Und über die Innenaufnahme, wenn wir das anklicken, haben wir jetzt die Chance, entsprechend uns in 3D hier drum zu drehen. Und wenn wir draufklicken, dann kennen Sie das schon aus dem Street View, dann kommen hier die Pfeile und dann können wir durch das Unternehmen durchgehen. Ja? Sieht man auch Marken? Wie bitte? Sieht man auch Marken von der Nähe? Das ist immer die Frage, kann man zoomen, ja, kann man sich auch anschauen. Ja, also, ja. Und das natürlich auch hier entsprechend zoomen. Ja, also das lässt schon, sage ich mal, keine Wünsche übrig. Ich gehe mal rüber in Google Maps, weil da haben wir noch einen kleinen tollen Effekt. In Google Maps selber, in der App, wenn wir jetzt auf dem Handy oder auf dem Tablet unterwegs sind, dann sieht das so aus, dass wir, wenn wir das Geschäft finden, der rote Tropfen, dann haben wir hier links entsprechend das Geschäft, wieder die Innenansicht. Und wenn wir die hier anklicken, dann haben wir noch so einen kleinen Zusatzeffekt, nämlich, dass wenn wir das jetzt entsprechend bewegen, genau. Ja. Dann bewegen wir uns quasi mit. Ja, das nennt man Gestensteuerung. Das heißt, es ist hier, die Aufnahme wird immer entsprechend ausgerichtet, wo der Norden und Süden ist, auch im Geschäft. Das heißt, wenn Sie richtig im Geschäft stehen, dann können Sie quasi, ich mache es mal wieder richtig, genau, dann können Sie quasi sich so drehen und denken, Sie sind im Geschäft, wenn Sie ins Display gucken. Ja. Das ist halt eben nochmal so ein Effekt. Dieser spielerische Effekt sollte man nicht unterschätzen, weil Menschen haben ja einfach immer so, was alles, was so ein bisschen Effekt hat, nutzt man gerne, empfiehlt es weiter. Wenn Sie es dann toll finden, dann können Sie entsprechend hier drüber einem Freund mitteilen und sagen, hier, gehen wir über SMS oder über Mail oder so, schaut jetzt mal an die Innenaufnahme und können das weiterschicken und kommunizieren. Ja. Die heutige Weiterempfehlung, die sagen wir Mund-zu-Mund-Propaganda, ist ja heutzutage Social Media. Ja, das heißt, wir machen WhatsApp, Facebook etc., teilen uns mit. Ja? Und das ist zum Beispiel auch so ein Effekt, wo man dann sagen kann, hier, Innenaufnahmen hast du gesehen, da kannst du hingehen. Ja? Wenn wir beide jetzt zum Beispiel uns in Berlin verabreden wollen und was essen gehen wollen, oder hier in Frankfurt, Sie sind hier, sage ich mal, in Darmstadt ansässig, ich in Frankfurt, wir suchen uns lokal aus, ich schicke Ihnen den Link weiter, sagt, schauen Sie sich das mal an, ja? Wollen wir dort essen gehen. Ne? Das ist ein ganz anderer Effekt, als wenn ich einfach nur ein Bild schicke oder nur eine Adresse. So habe ich dann schon das Gefühl, wenn ich in das Geschäft komme, dass ich das vorfinde, was ich mir auch vorher ausgesucht habe. Ich nehme hier immer gerne das Beispiel Booking.com. Jeder war schon mal im Urlaub oder im Hotel auf Reisen, ja, und war dann an der Rezeption gestanden, hat sich beschwert, weil das in Booking.com ganz anders aussah. Ne? Da waren drei Bilder, sah eigentlich riesengroß aus. Hätte ich so einen 3D-Effekt gehabt, hätte ich gewusst, auf was ich mich einlasse. Ja? So, genauso müssen Sie es halt sehen. Sie können dann die Kunden motivieren, beziehungsweise auch echt zeigen, was sie bieten. Der Kunde wird, wenn er in ihr Ladengeschäft kommt, genau das vorfinden, was er sich vorgestellt hat. Genau, also wir haben zum Beispiel vor 2 Jahren Jack Wolfskin fotografiert. Wir haben es bis jetzt noch nicht aufgefrischt. Warum? Weil grundsätzlich wird zwar Sortiment geändert, aber die Richtung ist gleich geblieben. Das heißt, wenn man alle 2 Jahre, kann man sich mal drüber Gedanken machen. Wir liegen hier bei einer, sage ich mal, je nach Größe des Geschäfts 500 bis 700 Euro Invest, wo ich sagen kann, das ist für alle 2 Jahre absolut okay dafür, dass ich mich präsentiere und kann es letztendlich Fotos mitverwenden etc. Also es gibt Schuhhändler, die das schon machen. Ich glaube, Gabo ist ein gutes Beispiel. Die machen für die Winter- und für die Sommerkollektion immer neue Shooting und dadurch kann der Kunde eben auch sehen, hat sich visuell was verändert in der Deko, haben sich die Schuhe verändert. Und das ist ja komisch, wenn im Sommer dann Landschaftsstiefel stehen. Ja. Also es macht vielleicht Sinn, 2 Shootings zu machen. Ja, ja. Winter. Genau. Sie hatten eine Frage, glaube ich. Oder wollten Sie? Nein, ich darf aber die Antworten. Ich zeige vielleicht mal noch die Ich habe es mal hier live, dass Sie das mal sehen. Ja. Das heißt, ich habe hier das Menü. Ja. So können Sie quasi letztendlich sich vorstellen, könnte man dann entsprechend die Sachen darstellen. Wir haben hier zusätzlich nochmal ein Feld, was ein- und ausgeblendet werden kann, wo man auch Informationen und Verlinkungen zu Ihrem Geschäft machen kann. Ja? Dann sage ich erstmal vielen Dank, Herr Benner. Dankeschön.